Hallo und ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Ich sehe genauso aus wie in meinem letzten Video. Das liegt daran, dass ich die beiden jetzt direkt hintereinander abgedreht habe. Denn ich habe überlegt, dass ich heute mal zwei ganz große Fragezeichen aufklären möchte. Denn es gibt natürlich Fragen, die immer und immer und immer wieder gestellt werden, denen ich jetzt mittlerweile, glaube ich, mal ein Video schulde. Am Donnerstag war es meine Haarpflegeroutine, nach der ich so oft gefragt werde. Und heute ist es ein Pinselvideo. Es gibt kein Schminkvideo von mir, wo nicht die Frage drunter steht, was für Pinsel ich verwende oder wie ich sie reinige. Und darauf möchte ich in diesem Video etwas eingehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Los geht's. Übrigens ist Milo Mausezahn hier neben mir auch mit am Start. Also falls ihr ein paar Nebengeräusche hört, es ist nicht mein Bauch, es ist höchstwahrscheinlich Milo Mausezahn. Ja, ich muss jetzt die Pinsel zeigen. Kein Kuscheln, er will kuscheln. Machen wir gleich, okay, Schatz? So, ich zeige euch jetzt erstmal mein Pinselglas. Danach fragen auch immer super viele. Das ist dieses Roségoldene hier. Ich habe es euch auch schon einige Male verlinkt, so auch in diesem Video. Also schaut gerne in der Infobox vorbei, falls ihr eine schöne Pinselaufbewahrung sucht. Und da habe ich einfach mal so meine liebsten Pinsel jetzt rausgesucht, über die es sich lohnt, was zu erzählen und wo ich auch der Meinung bin, dass die in einer Pinselsammlung nicht fehlen sollte. Und die Gründe möchte ich euch natürlich dazu auch sagen. Ich würde sagen, wir starten am besten mal mit dem allerwichtigsten Pinsel, der in keiner, wirklich in absolut keiner Schminksammlung fehlen sollte. Pff, Milo, du hast. Egal. So, und zwar ist es ein Blenderpinsel. In diesem Fall habe ich jetzt einfach mal den Sigma Tapered Blending Brush in der E40 rausgesucht. Das ist so einer meiner ersten Blending-Pinsel gewesen und den mag ich immer noch so gerne. Natürlich gibt es auch günstigere. Ich verwende auch super gerne den von Essence zum Beispiel. Dieser hier ist aber super klein, auch zum Reisen und zum Mitnehmen und Runterschmeißen. Und ein absolutes Muss für mich persönlich bei jedem Augen-Make-up ein sauberer Blenderpinsel. Und da verwende ich super gerne den E40 von Sigma. Blenderpinsel gibt es natürlich in verschiedenen Größen. Ich habe hier nochmal zwei kleinere mit rausgesucht. Das sind die Luxie 231 Small Tapered Blending Pinsel. Den verwende ich auch super gerne, um dunkle Farben nochmal gezielt in die Lidfalte zu geben und den Look damit noch ein bisschen zu intensivieren, aber das Ganze trotzdem etwas smoky zu gestalten. Und ebenso habe ich hier nochmal aus dem BH Cosmetic Rose Quartz Set die Nummer 7. Das ist so in etwa der gleiche, ein bisschen schmaler ist der. Und den verwende ich auch mal, also entweder für die Lidfalte oder halt auch für den unteren Wimpernkranz. Diesen Pinsel hier mag ich persönlich auch super gerne und wenn ich ehrlich bin, ist das ein nachgemachter Pinsel von Real Techniques. Den habe ich mal total günstig bei Amazon bestellt. Also ursprünglich stammt er tatsächlich von Real Techniques, aber ich mag das super gerne, dass der hier oben so ein bisschen größer ist. Ich benutze den persönlich super gerne, um loses Puder oder so hautfarbene Lidschatten auf das gesamte Lid aufzugeben, um das ja den Lidschattenbase oder den Concealer, was auch immer man runtergegeben hat, zu setten und das Ganze so ein bisschen pudriger zu gestalten, damit die Lidschatten ein bisschen besser ineinander verlaufen und sich leichter ausblenden lassen. Dafür verwende ich den super gerne. Der hat aber auch noch eine zweite Funktion, mit der ich super gut zurechtkomme. Und zwar, wenn man sich ein bisschen Konturprodukt nimmt und das einfach so in die Lidfalte einblendet, um halt zum Beispiel wie heute bei meinem Look, oh, ich mache das zu, will hier zeigen, ist richtig. Also wie heute bei meinem Look, dass ich einfach nur Konturfarbe in die Lidfalte gegeben habe. Damit kann man das super schön einblenden und das Ganze sehr soft und natürlich aussehen lassen. Also ein Pinsel, den ich nicht mehr missen mag. Dann habe ich hier noch diesen Pinsel von Zoeva. Das ist der 142 Concealer Buffer. Und ich habe den eine ganze Zeit lang nicht verwendet. Also wenn ich sage eine ganze Zeit, meine ich so circa 1 bis 2 Jahre, bis ich eine richtig coole Funktion durch Tara entdeckt habe, also TamTam Beauty. Die hat nämlich mal gezeigt, wofür der eigentlich ist. Ich habe nie eine Verwendung dafür gesehen. Und zwar ist es eigentlich, wie der Name auch schon sagt, ein Concealer-Buffer.
Was mir persönlich mal auffällt, wenn ich meinen Concealer auftrage, ich gebe den super gerne noch über meinen Lid drüber, um das einfach zu neutralisieren, um die Adern ein bisschen abzudecken, dass hier vorne im inneren Augenwinkel immer so ein paar Rillen entstehen, da wo der Schwamm nicht richtig hinkommt. Und da stempelt sich das sozusagen etwas ab. Und mit diesem Concealer-Buffer kann man das so leicht ausblenden und verteilen, dass da halt wirklich eine ebenmäßige Schicht entsteht. Und deswegen verwende ich den seitdem super gerne. Ich habe gerade gesehen, dass ich den Blenderpinsel von Essence hier auch mit in meine Aufbewahrung reingepackt habe. Wahrscheinlich, weil ich ihn euch zusammen mit dem E40 zeigen wollte. Hier nochmal im Vergleich. Also ein riesengroßer Unterschied ist da jetzt nicht zu sehen, ein bisschen in der Form und so weiter. Also wenn ihr nicht ganz so viel Geld ausgeben möchtet, dann schaut euch mal den Essence Blending Pinsel an. Ich weiß gar nicht genau, warum ich diesen Pinsel mit in das Video aufnehme. Wahrscheinlich, weil ich ihn wirklich super gerne verwende. Und zwar ist es der Pinsel, der in der Urban Decay Naked 3 Palette drin war. Ich glaube, der ist auch in allen anderen Naked Paletten drin. Aber ich verwende diese Seite hier super gerne als Lidschattenpinsel. Der ist auch wieder ein bisschen größer. Und den mag ich persönlich super gerne. Auch hier unten ist das so schön flach. Damit kann man sehr gut am unteren Wimpernkranz arbeiten. Oder zum Beispiel auch sein Eyeliner bzw. Kajal etwas ausblenden. Irgendwie benutze ich diesen Pinsel super gerne. Und deswegen finde ich, gehört er auch in dieses Video rein, weil ich ihn einfach regelmäßig benutze. Ich habe hier noch so ein uralten Pinsel von Ebeline. Ich glaube, das ist tatsächlich einer meiner ersten Schminkpinsel. Also den habe ich bestimmt schon 10 Jahre. Und so sieht er auch aus. Auf jeden Fall ist er für mich unverzichtbar. Den liebe ich nicht nur für Augenbrauenpuder, nicht nur für den unteren Wimpernkranz, sondern auch mal für den äußeren Augenwinkel, um eine dunkle Farbe einzublenden oder halt eben hellen Lidschatten auf zum Beispiel den Concealer, wenn man eine Cut Crease schminkt, raufzudrücken. Also ein Pinsel, auf den ich nicht verzichten mag. Und wo ich gerade hier von der Cut Crease spreche, kann ich euch natürlich da auch einen Pinsel empfehlen. Und zwar ist das dieser hier. Der erinnert so ein bisschen an einen Concealer-Pinsel. Kommt aus dem Rose Quartz Set von BH Cosmetics und das ist die 9. Also der ist einmalig, wenn man wirklich eine Cut Crease nachziehen möchte. Mit Concealer zum Beispiel hier vorne ansetzen und der ist so sauber, so genial und ihr seht, der muss definitiv mal sauber gemacht werden, also den habe ich sehr oft schon jetzt dafür verwendet in letzter Zeit und auch sehr lieben gelernt. Ihr wisst wahrscheinlich auch, dass ich dieses Set noch nicht ganz so lange habe, aber sehr viele Pinsel aus dem Rose Quartz Set haben sich einfach für mich gelohnt. Ich schaue mal, ob ich das finde und verlinke es euch natürlich auch super gerne unten in der Infobox. Um Bronzer aufzutragen, habe ich eigentlich zwei Pinsel, die ich super gerne verwende. Das mache ich auch stimmungsabhängig und auch ein bisschen vom Look, wie präzise ich das Ganze haben möchte. Wenn ich das Ganze super einfach, leicht ausgeblendet haben möchte, dann verwende ich diesen Pinsel hier von Zoeva. Das ist die 106 Powder, also wie der Name schon sagt, ein Powderpinsel. Der ist halt schon ein bisschen fluffiger und dadurch fällt es mir einfacher, den Bronzer richtig schön auszublenden und mit der Kontur übereinzublenden. Habt ihr auch schon ganz, ganz oft in meinen Videos gesehen. Ich habe aber zum Beispiel auch noch diesen hier von Zoeva und das ist der 127er Luxe Sheer Cheek Brush und den verwende ich auch super gerne, um Bronzer präzise aufzugeben. Man könnte meinen, dass ich damit schon meine Kontur nachziehe. Habe ich auch schon gemacht, aber mir wird das zu ungenau irgendwie. Also irgendwie kann ich damit besser den Bronzer ausblenden und mit der Kontur übereinblenden, aber das trotzdem nicht zu großflächig gestalten, wenn ihr wisst, was ich meine. Also den hier wirklich für softe Blending-Looks und den schon für einen präzisen Look, der halt einfach mit Bronzer ein bisschen verfeinert werden soll. Da muss man halt gucken, was einem besser gefällt und vor allen Dingen auch, wie der Look am Ende aussehen soll. Übrigens habe ich die meisten Pinsel aus den Sets, also ich finde persönlich, dass sich große Pinselsets meistens gar nicht lohnen, weil man eh nur so zwei, drei Pinsel sich rauspickt. Wie gesagt, das Rose Quartz Set hat sich wirklich in vollen Zügen bei mir gelohnt, aber das habe ich wirklich sehr, sehr selten, dass da alle Pinsel dementsprechend, was ich noch brauche, beziehungsweise was ich auch wirklich gut finde und benutze. Deswegen würde ich lieber nach einzelnen Pinsel Ausschau halten, anstatt mir direkt ein großes Set zu kaufen.
machen wir direkt weiter. Und zwar habe ich auch einen neuen Pinsel für mich entdeckt. Und ich frage mich, warum ich nicht schon viel, viel früher auf die Idee gekommen bin, mir mal einen Stippling Brush zu kaufen. Für diejenigen, die das nicht kennen, ein Stippling Brush sieht so aus. Also der ist vorne sehr, sehr leicht gebunden. Also ich finde, damit kriegt man immer so einen Airbrush-Effekt hin. Irgendwie erinnert mich das immer an so einen Airbrush-Effekt, wo man tatsächlich auch den Pinsel arbeiten lässt. Ohne Druck zu arbeiten, einfach den Pinsel arbeiten lassen und das Produkt in die Haut zu geben. Hier habe ich zum Beispiel den 125er Stippling Brush von Zoeva. Den habe ich auch relativ neu, also noch nicht so oft benutzt. Und ich habe noch den von Revolution, der F103. Und ihr seht, der ist ein bisschen schmaler. Nicht ganz so buschig gebunden. Und ich benutze tatsächlich beide Pinsel für etwas anderes. Also den von Zoeva verwende ich super gerne, um meine Foundation aufzutragen. Flüssige Foundation kann man damit sehr gut auftragen und dann nochmal mit dem Beauty Blender in die Haut einarbeiten. Man kriegt, wie gesagt, so einen richtig schönen Airbrush-Effekt hin. Aber auch Puder ist hier gar nicht so fehl am Platz. Der ist schön, also breit, wie ich finde, und schafft gut Fläche. Also ist so ein kleiner Multitasking-Pinsel. Aber dieser hier von Revolution ist für mich ein Goldschatz geworden. Und zwar, was das Konturieren angeht. Ich kriege mit keinem anderen Pinsel die Kontur so genau hin und so soft hin, dass das wirklich natürlich aussieht. Also, oh Gott, ich habe schon überlegt, ob ich mir davon ein Backup holen soll, weil die Qualität jetzt nicht unbedingt gut ist, wenn ich ehrlich bin. Also der fühlt sich schon sehr plastisch an. Wenn man jetzt den von Zoeva hier im Gegensatz in der Hand hält, ist natürlich auch ein Preisunterschied, ne? Darf man nicht vergessen. Aber man merkt halt schon einen qualitativen Unterschied. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass der nicht Haare verliert, aber ihr wisst, was ich meine. Er fühlt sich einfach ein bisschen billiger an. Und wenn der mir mal kaputt geht, brauche ich unbedingt einen neuen. Ganz sicher. Jetzt habe ich tatsächlich noch zwei Pinsel hier aus dem Rose Quartz Set. Ihr seht, die Pinsel haben es mir einfach wirklich angetaucht. Guck mal, wie schön die aussehen, ja? Also, ich habe lange nicht so schöne Pinsel in meiner Schminksammlung gehabt, beziehungsweise Pinselsammlung. Und der Grund, weswegen ich mir überhaupt dieses Rose Quartz Set gekauft habe, war dieser Pinsel hier. Und zwar zum Highlighter auftragen. Leider stehen diese exakten Bezeichnungen hier nicht drauf. Hier steht einfach eine 3 drauf. Aber ich weiß, dass es so ein Tapered Highlighter Pinsel ist. Und ja, ich komme damit super zurecht. Also ich trage hier immer meinen Highlighter auf, so ein bisschen auf der Nase, auf dem Lippenherz. Ihr kennt das ja, wenn ihr meine Videos schon länger guckt. Und ich komme mit diesem Pinsel hier einfach am besten zurecht. Und mir ist aufgefallen, dass die BH Cosmetics Pinsel einfach so heftig von der Qualität sind und ich mir davon auf jeden Fall noch ein paar mehr anschaffen werde. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal ein Pinsel-Update, aber das sind jetzt erstmal nur die Pinsel, die ich super gerne verwende. Und dann habe ich noch diesen Pinsel hier. Was machst du hier, Haar? Okay, der verliert ein paar Haare. und das ist eigentlich mein Puderpinsel. Ich weiß, der sieht nicht ganz so fluffig aus wie der jetzt von Zoeva, dieser Powderpinsel. Aber ich mache das zum Beispiel, um meinen Loose Powder unter den Augen wegzufegen oder hier unten ja, meinen Baking Powder wegzufegen. Aber auch, um gezielt zum Beispiel in der T-Zone mein Puder zu platzieren. Dafür finde ich den einfach super gut. Also ich mag den mega, mega gerne, wie auch alle anderen Pinsel. Und das sind so meine Pinseltipps für euch. Diese Pinsel benutze ich eigentlich bei jedem Make-up und finde ich, sollten auch nicht in einer Pinselsammlung fehlen. Natürlich habe ich noch zig andere Pinsel, die ich halt auch mal hin und wieder verwende, aber das sind wirklich meine Heiligen, die auch mit in Urlaub kommen würden zum Beispiel. Ich persönlich finde, dass dieses Video jetzt noch zu kurz ist, um es zu beenden. Deswegen habe ich mir gedacht, klären wir noch eine große Frage, die mir häufiger gestellt wurde und ich weiß, dass es viele von euch interessiert, wie ich meine Pinsel reinige. Da das Ganze super gut in dieses Video hier mit integriert werden kann, habe ich gedacht, machen wir das doch mal. Ich zeige euch jetzt einfach nochmal so an ein, zwei Pinseln, wie ich meine Pinsel so reinige und pflege sozusagen und deswegen würde ich sagen, gehen wir schnell mal rüber ins Badezimmer und machen dort weiter.
Diese Reinigungssalbe von Essence gebe ich tröpfchenweise in eine Schüssel mit lauwarmem Wasser rein. Anschließend dann meine dreckigen Pinsel zum Einweichen. Jetzt habe ich hier noch so ein Reinigungspad, auch von Essence. Das ist mit Noppen und passt perfekt auf den Abfluss. Jetzt kann ich dann auch schon meine Cremeseife von Balea nehmen. Das ist so ein Seifenstück. Und dann nehme ich mit dem eingeweichten Pinsel etwas Produkt auf oder Seife auf und gehe dann in kreisenden Bewegungen einfach über dieses Noppenpad rüber und bringe das Ganze so richtig zum Aufschäumen. Das muss man gar nicht so lange machen, einfach in kreisenden Bewegungen. Man merkt halt auch, der Schaum wird immer weißer. Dann mache ich den Wasserhahn an und spüle das Ganze nochmal mit klarem Wasser und ihr seht, tada! Sauber. Hier habe ich noch meinen Vorher-Nachher-Vergleich. Also das ist jetzt der Revolution-Pinsel. Vorher, nachher. Oh mein Gott, ich habe es fast vergessen, mich bei euch zu verabschieden. Das darf natürlich nicht sein. Deswegen freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Ich sage bis bald. Tschüss.